Schimmereile und bei diesem Wetter verstaubt der Grill in deutschen Kellern und Garagen. Aber, liebe Zuschauer, nicht bei diesen Jungs hier hinter mir. Leckerwürstchen bei Eiseskälte, den Dauerbrenner, den stellen wir Ihnen gleich vor. Außerdem, Hilfe oder Tierquälerei. Warum Tierärzte sagen, Klamotten für Hunde sind totaler Quatsch. Gleich hier bei Guten Abend RTL. Leckerwürstchen und saftige Koteletts brutzeln auf dem Grillrost und natürlich ein Bier in der Hand. Das klingt doch eindeutig nach einem gelungenen Sommerabend. Nicht aber für die Natural Born Grillers aus Nieheim bei Höxter. Denn bei denen ist das ganze Jahr Grillsaison, ganz egal bei welchem Wetter. Jessica Kaschuge hat die Extremgriller mal besucht. Und das sind sie, die Natural Born Grillers aus Nieheim. Ob stürmt oder schneit, die drei fackeln nicht lange. Seit 5 Jahren grillen sie jeden Montag. Jede Woche ist ein anderer für die Grillparty verantwortlich. Bier darf natürlich nicht fehlen. Sie messen sogar die Temperatur. Ist das Bier wärmer als 10 oder kälter als 0 Grad, gibt's einen Strafpunkt. 5 Miese ergeben einmal Strafgrillen. Gäste sind hier immer willkommen. Wenn es um die Wurst geht, herrscht peinliche Genauigkeit. Wie muss denn jetzt das perfekte Grillwürstchen aussehen? Ja, erstmal ist es so, dass das Würstchen so zwischen 90 und 110 Gramm wiegen sollte. Und dann achten wir sehr darauf, dass es auf jeden Fall senkrecht zur Grillrippe liegt. Aha, warum? Weil das nur dadurch praktisch seine charakteristischen Streifen kriegt. Den Natural Born Grillers ist es egal, wenn andere sie für verrückt erklären. Gegen Kälte sind sie abgehärtet. Ihr Motto, wer friert, verliert. Gibt es irgendwelche Grenzen bei euch an Temperaturen? Nein, also wir sind noch nicht an unsere Grenzen gestoßen. Wir hatten schon minus 9 Grad, minus 10 Grad. Es ging schon ziemlich weit runter, aber wir haben bisher noch nicht festgestellt, dass es also irgendwo Temperaturen gibt, wo wir es nicht aushalten. Minus 10 Grad, da friert doch alles ein. Ja gut, da ist uns einmal halt das Bierfass eingefroren. Und schließlich wärmt die Bratwurst von innen. Seit 5 Jahren futtern sie jeden Montag mindestens 3 Würstchen. Der Student, der Finanzbeamte und der Radiojournalist aus Nieheim bei Höxter kriegen den Hals nicht voll. Sie haben sogar ein Grillgesetzbuch entworfen. Ich gehe mich mal eben aufwärmen. Jessica, entfernen vom Grillort, das auffällig häufige Verlassen des Grills aus fadenscheinigen Gründen, sowie langes Aufhalten in geschlossenen, womöglich beheizten Räumen, ist eine der Idee des Grillens widersprechende Handlung wird im Protokoll mit Grimm bestraft. Oh mein Gott, ich glaube, da muss ich lieber hier bleiben. Grillen macht erfinderisch. Zum Nachtisch gibt's in Alufolie gebrutzelte Schwarzwälder Kirschtorte. Wenn wir jetzt hier mal schauen, die Kirsche ist schon so langsam oben im Sahnehäubchen verschwunden. Das heißt, jetzt ist das Stück gar. Schmeckt wunderbar. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Ja, dann werde ich jetzt mal probieren. Naja, wer es mag. Mhm. Obwohl ich den ganzen Abend gefroren habe, hat es echt viel Spaß gemacht. Und ich glaube, ich komme jetzt öfter, okay? Ja, warum nicht? Wunderbar. Tja, nächste Woche wieder Montag. Bei Minusgraden kriegt Frauchens Liebling das Mäntelchen an. Ob Tierkleidung...